Hallo? Hallo, liebe Leute. Ich hab's gehört, wir müssen Vorräte anlegen. Vorräte anlegen, haben Sie gesagt, Vorräte. Es wird Banden geben, Bandenkriege. Bewaffnen Sie sich. Man weiß gar nicht. Man weiß gar nicht, wie man sich schützen soll. Man weiß ja auch nicht, was passieren wird, was kommen wird. Die Leute haben gesagt, wir sollen einen Gasherd kaufen. Ich habe extra so einen Elektroherd gekauft. Und wisst ihr, wenn aus der Steckdose, wenn da kein Strom mehr rauskommt, dann nehme ich einfach die Steckdose da drüben. Ich habe ja mehrere Steckdosen im Haus. Wisst ihr, man kann ja einfach auch sein Hirn einschalten, damit man nicht völlig durchdreht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ich bin ganz durcheinander. Die Medien haben es ja auch gesagt, wir müssen 10 Jahre im Voraus essen. Oh, verdammt. Essen müssen wir in 10 Jahren im Voraus. Also man fragt sich, wie. Nee, so rum. Ja, was, so rum? Man fragt sich, wieso wir alle so dumm sind und nicht dick sind. Weil wenn wir dick sind, dann müssen wir weniger essen, dann können wir von den natürlichen Fettreserven, natürlich, völlig klar, können wir von denen leben. Dann müssen wir nicht. Aber das ist nicht so einfach. Die werden kommen. Wir wissen überhaupt gar nicht wer, aber die werden kommen. Und dann müssen wir vorbereitet sein. Müssen wir. Egal wer da kommt. Und man weiß ja nicht wie viele. Deswegen habe ich Vorbereitungen getroffen. Wir brauchen ein Reservemagazin. Auch essenstechnisch. Ich habe jetzt heute Morgen zum ersten Mal 2 Liter Milch gekauft, statt ein. 2 Liter Milch. Damit habe ich doppelt so viel. Damit habe ich meine Reserven einfach so, zack, von einem Tag auf den anderen verdoppelt. Wenn jetzt zum Beispiel der Russe die Atomraketen auf deutschem Boden neutralisiert auf brutale Art und Weise, dann habe ich noch 1 Liter Milch. Sehen Sie? Deswegen Vorsorge ist einfach das Allerwichtigste auf der Welt. Keine Sorge, Volksfürsorge. Die Politiker haben es auch bemerkt. Wir müssen einfach auf alles vorbereitet sein. Wir brauchen auch Gesetze für den Ernstfall, dass wenn zum Beispiel Militär irgendwo hin will, dass die einfach auch Vorfahrt haben. Aber das Militär ist so gut bewaffnet. Ich frage mich, wer, wisst ihr, Sie müssen sich das vorstellen. Da kommt ein Auto von rechts und ein Panzer von links und der Panzer müsste eigentlich anhalten. Jetzt frage ich mich, welches Auto ist so mutig und fährt vor dem Panzer mit dem Risiko, dass der Panzer, wisst ihr, was ich meine? Das ist doch völlig klar, dass das Militär Vorfahrt hat. Die haben ja auch gewisse Möglichkeiten, sich die Vorfahrt zu erbitten. Also ich möchte nicht sagen zu erzwingen, das wäre ja, da würde ich ja dem Militär schon wieder was unterstellen und das, nee, also da bin ich der Falsche. Also sowas, ich bin ganz nervös.
Was ist denn das jetzt für ein Film? Die Sache ist doch die, wenn die Feuerwehr, also wie sage ich das, wenn die Regierung schon sagt, dass wir Vorräte ansammeln müssen, dann wird es akut. Da werden die kommen und werden sich die Vorräte auch mit Gewalt nehmen. Und also wir müssen die Mauern um unsere Häuser höher ziehen, damit wir irgendwann, wenn's sein muss, auch einen Deckel drauf machen können, damit wir da in Sicherheit sind. Denn so wie sich die Politiker weltweit verhalten, da kann es nicht mehr lange dauern, da macht's Rums und wir haben den dritten oder vielleicht sogar vierten oder fünften Weltkrieg. Weil die Politiker schalten kein Hirn mehr ein. Die benehmen sich einfach so, als wären sie allein auf der Welt und vergessen dabei, dass das nicht ganz stimmt. Ich bin auf jeden Fall aufgebracht. Ich muss wieder zur Ruhe kommen. Ich habe schon... Kennen Sie Baldrian? Ein homöopathisches Beruhigungsmittel. Ich habe zwei Fläschle da gehabt. Die habe ich heute in Kaffee reingekippt, damit die mich beruhigen. Das hat nicht funktioniert. Ich bin immer noch total aufgewühlt. Ich habe Vorräte angelegt, ich zeige es Ihnen. Vitamin D3 im Familienvorratspack. Das hält, das sind 180 Kapseln, wenn Sie da eine am Tag nehmen, 180 Tage geteilt durch 30, das geht gar nicht. 3, 6, 9, 12, 15, 18, das sind ein halbes Jahr habe ich damit überbrückt. Also, wenn wir uns einmauern müssen und kein Sonnenlicht mehr abbekommen und das Vitamin D nicht mehr gebildet werden kann, dann habe ich noch Vitamin D. Moment mal, da fehlen ja schon 4 Stück. Dann habe ich nicht mehr für 180, dann nicht mehr für ein halbes Jahr. Also wenn wir uns einmauern, dann sind es halt nur 4,5 Monate, mein Gott. Und jetzt kommt der Notstand. Jetzt muss ich schnell weg. Tschüss.